Und wieder auf dem Marktplatz. Willkommen zurück. Ja, ich bin mit dem Verkaufen soweit durch. Ja, ich auch. Dann lass uns doch mal wieder weiter auf die Fresse geben. Yeah. Da bin ich viel zu haben. Wo ist denn hier der Punkt? Da oben. Da. Da ist der Punkt. Ich komme mir genauso desorientiert vor wie Kronk. Ja. Aber das ist leider das Let's Playen. Da kommt man nicht drum rum. Weiß gar nicht. Wahrscheinlich ist man beim Spielen sonst aus, das fällt einem nur nicht so auf. Ja, das wahrscheinlich auch. Und tatsächlich hat man auch ein bisschen weniger Aufmerksamkeit fürs Spiel über. Jo. Nordwesten oder wo waren wir? Wir waren. Ja, nee, Nordwesten, genau. Ja. Nordwesten. Gehen wir weiter nach Norden oder? Ja, ne? Ja, warum nicht? Was? Mein Bild wackelt gerade so komisch. Ich hatte gerade, hier gibt es ein Erdbeben. Was gibt's denn hier Feines? Eine Wegkabelung? Hm? Oh, eine Ratte. Oh, Statuen. Das war ich nicht. Was? Ja. Zack, Erfahrung. Wird's ganz schön düster. Ja. Wir sind nämlich irgendwie wieder in diese komischen Säulen, die wir hatten. Oh, da ist ein Wegpunkt. Geht mal eben hin. Eine sprechende Statue. Sprech mal mit der hier. Na gut, dann höre ich die zu. Achso. Jetzt sind unterschiedliche Sachen, oder? Ah. Ah. Also. Die bedichten umher. Nee, nicht so richtig. Ah, Moment, ich erinnere mich. War das nicht der Typ, der an dem Strand lag? Ja. Nur runtergesprungen ist? Haben diese Statuen ihn belabert? Da ist von auszugehen, ja. Aha, eine Höhle. Aha. Eingang, Höhle. Ich bin hellhörig. Blut. Okay, da ist was drin in der Höhle. Solange unsere bevorzugten Elemente uns nicht befreien. Ja, alles okay. Klar, ich hab verstanden. Das ist Luft, ne? Nein, das ist Wasser. Das hier ist Wasser. So. Willst du ihn nass machen? Natürlich. Oh. Ein niederer Wasserdämon. Wir haben, glaube ich, was befreit, was nicht hätte befreit werden sollen. Aber gut. Du, ja. Ich will in die Höhle. Ist mir egal. Also ein Wasserdämon mag doch bestimmt Feuer. Wie sieht denn der überhaupt aus? Wie? Voll den fetten Bauch. Okay. Ey, der wurde auch wieder geheilt. Interessant. Uah. Wasser ist doch anfällig gegen Blitz, oder? Könnte. Naja. Es geht. Da wäre ich schon mal immun gegen Unterkühlen. Du wolltest dich einfrieren. Ja. Ja, aber viel hält unser Freund hier nicht aus. Na? Hä? Was war das denn? Ja, nicht genug Aktionspunkte war das. Achso. Du bist bei ihm vor ihm so vor und zurück gelaufen, das sah ein bisschen komisch aus. Hm.
Ach komm. Er lebt immer noch. Er haut ab. Und haut ab. Ja, Han wird verlangsamt. Ja gut, das sollte ja egal sein. Looten! Holst du hin? Gucken, ob es dafür Punkte gibt. Ich war schon bei den Wegpunkten. Achso. Ja, ne? Ich muss mal kurz gucken, was ich da gefunden habe. Mal eben. Vielleicht kann man sie jetzt noch sinnvoll einsetzen. Nicht identifizierte Rüstung. Rüstwert 20, braucht Stärke 7. Oh, da hat mein anderer auch schon was Besseres. Habe ich auch was Besseres. Schriftrolle der Vampirberührung, das gebe ich mal meinem Wasseressenz. Die brauchen bestimmt nachher Ego für hier. Geh mal stark von aus. Ja. Soll ich mal Feuer machen? Ja, mach doch mal Feuer. Wollte sagen, hat das nicht gereicht? Das sieht cool aus. Ja. Hat ein bisschen was von der Königin der Klingen. Ja, nur in Feuer und hässlicher. Ja, klar. Obwohl die Königin der Klingen auch hässlich ist, wenn sie sich... Ja, aber nicht so hässlich. Nicht gerade als Kerrigan da ist, unterwegs ist. Da ist immer noch ein Stück Kerrigan drin. So, er ist nass. Es ist nass. Es brennt zwar, aber es ist nass. Ja, aber das Gras da vorher auch schon? Weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich schon, da hinten ist auch welches. So, selbe Spielchen nochmal. Der bufft immer, nachdem ich da schon was gemacht habe. Ja, du kommst halt vor mir dran, das tut mir halt leid. Musst du mal ein bisschen schneller werden. Spielen. Und du langsamer. Komm hier, Feuer ist auch gut gegen Wasser. Weil wie, hä? Nicht eher andersrum? Aber er war doch schon nass. War schon nass? Ja, ich hab dich noch nass gemacht. Passt du denn gar nicht auf? Ich hab jetzt erstmal den Feuerdämon eingefroren. So. Ja, das ist auch voll sinnvoll. Hey, wie kniet denn der da jetzt? Weiß ich nicht, aber es hat funktioniert. Nee, Querschläger lohnt sich gar nicht. Hau drauf. Tschüss. Sehr gut. Das hat's nicht gebracht, er hat sich geheilt. Okay. Wahrscheinlich mit Feuer auch, ja. Oder? Machst du Feuerschaden oder was? Oder warum? Weiß ich nicht, mach ich Feuer schon. Ich teste einfach mal. Ja. Was da macht er eigentlich? Hey, greift er mit seinem Rücken an? Nein, nein, ich hatte den Gelegenheitsangriff. Achso. Hm, wir haben noch was Feines hier für ihn. Nehmen wir nochmal das. Hä? Das hat die jetzt nicht benutzt, oder? Doch, hat sie. Nee. Wahrscheinlich blutet der, oder? Ja, der blutet Feuer oder so wahrscheinlich. Ja. Unterkühlt. Kommen hier nur Flammen. Ja, das heißt. Federn da. Attacke! Boom. Toll. Können wir denn aus der Entfernung daneben hauen, bitte? Ja, so, bei den ganzen Feuerdingern, da weißt du doch nie, wo was Richtiges ist bei ihm. Wahrscheinlich macht er jetzt voll den rundum. Lol. Der macht voll den natürlich selber. Lalalala. Du Looter, du. Bin nur auf JN, bevor das da Du kannst auch mit JN looten, ist doch egal. Ja, aber der ist nicht so fix und hat nicht so eine große Telepathie. Ah. Da du, ne? Ja, Feueressenz und so. Ja, aber die Waffe, und die du... Kappe. Hä? Mach denn das war eine Kappe und keine Waffe. Achso. Die hat Rüstung 5, also auch nicht gerade das Wahre. Luft, wie machen wir denn jetzt Luft? Nur unterkühlt. Und das kann, aber ich kann kein gültiges Ziel.
Na ja, los. Okay, eine Rauchwolke ist keine Luft. Stasiswolke vielleicht? Die gelähmt. Ach, das Stasiswolke hat funktioniert. Aber der passt doch nicht. Was passt nicht? Das sieht aus wie ein Erddämon. Stimmt. Der ist nicht sehr luftig drauf. Naja. Wogegen ist Luft denn wohl? Luft mag doch bestimmt kein Feuer. Oh, du brennst. Endlich! Schon so lange drauf gewartet. Endlich meint er auch noch. Oh, ich hab Jaren gebufft, nicht dich. Na egal. Nee, doch dich. Glück gehabt. Die ist zu weit entfernt. Den hat es ja gleich hinter sich. Wow! Was macht der denn da? Geil! Gut, hat nicht viel Schaden gemacht, aber. Das sah schon irgendwie tricky aus. Ja, hat dich auf jeden Fall verwirrt, ne? Ja, ein bisschen. Wow, das war weit. Ich wollte ihn eigentlich umhauen damit. Hat der funktioniert? Nee. Hä? Naja, getroffen ist getroffen. wieso ist der Feuerball denn dahin geflogen? Ich weiß ich nicht. Hat der Typ irgendwas mit unseren Charakteren gemacht mit seinem Skill? Ich hab aber keinen Effekt bei mir drauf oder so. Trumms. Immun gegen Lähm. Ja. Wieso hauen die eigentlich immer alle ab, Mann? Wahrscheinlich, weil die auf Entfernung Zeugs machen. Ja. Sie schießt mit ihrem Bogen und der Bogen geht kaputt. Was soll das? Habe ich den geheilt? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Whoa. Oh, so langsam macht er aber auch hier Damage. Nicht ganz so cool. Was daneben? Du hast nichts gemacht bei mir. Bin da hin und hab gehauen. Bei mir nicht. 6 Aktionspunkte. Puh. Ich hab dich angefasst. Ui. Ja, ich heile ihn. Heilt ihn, ja. Also Blitz heilt. Also deswegen hat meine Stasiswolke ihn auch befreit, weil das Blitz war. Ja. Ist auch gut mit Schaden machen. Ja, der ist da ganz schön fleißig, der Typ. Alter, wie viele Feuerpfeile hat die Tante eigentlich, ey? Die kann jedes Mal einen Feuerpfeil rausspammen. Sehr gut. Wo ist denn der Stuff? Da ist der Stuff. Ach, du bist gelähmt. Was ist das, Kacke? Du hast heute auch echt Glück, ey. Hä? Ich hab gar nichts aufgesammelt von ihm, oder? Doch, irgendwas hätte ich aufsammeln. Ah, da ist die Waffe. Eine Armbrust, Zweihandwaffe. Gewandtheit 9. Das hat sie noch nicht. Also, das ist was für sie später. Ah, cool.
Jetzt ist gleich die Frage, wie kriegen wir den Erdtypen da raus? Mit was für einem komischen Zeug? Mit Erde. Ja, und was ist denn Erde? Gift. Ja, Gift, das könnte sein, ja. Deswegen wird das auch wieder so ein super toller Kampf von mir jetzt schon. Ich hab einen Giftpfeil. Ja, dann. Soll ich? Ja, klar. Tada! Das ist Queen of Blades. Da passt sogar die Stimme. Naja, ne? Besser als bei dem anderen. Stimmt. So, aber der mag doch bestimmt total gerne Feuer. Naja. Das habe ich mir jetzt irgendwie cooler vorgestellt. Meiner ist auch nicht besser. Läuft ja gut. Es regnet. Oh. 84 lässt sich ja schon sehen. Au. Das war nicht nett. Der haut schon raus. Und sichert sich auch noch Aktionspunkte. Ja gut, so lange hält er jetzt auch nicht durch. Mach den mal fertig da. Einmal läuft er noch. Der bufft sich aber lieber. Wieso macht er bei dir so wenig Schaden? Mann. Ja, ich kenne da einen, der hat Rüstungswerte geskillt und so. Ja, ich glaube eher, dass er seine Skills verbraten hat. Er kann einfach nicht mehr. So, den letzten darfst du tatsächlich looten. The cave's unlocked, the demon's done. Let's go inside. Ich geh schon mal rein. Warte, ich muss erst mal heilen, Typ da. Mann. Ich bin noch voll vergiftet hier und so. Oh, die Tante ist aufgelevelt. Jo, stimmt. Hat sie doch noch irgendwo ihren Bogen hier, ne? Warte mal, habe ich nicht für ihr hier einen Bogen geholt? Oder ist er ja? Ah, der ist schlechter als die jetzige, aber immerhin. Ah, kann ich da im Kampf dann nutzen. Merci beaucoup. Warte, ich kann sie aufleveln, sehe ich gerade. Gewandtheit 9. Renn doch nicht vor, Mann. Vielleicht doch gar nicht, ich guck doch nur. Dann skill ich schon mal einen auf Armbrust. Dann kann ich nämlich jetzt diese fette Armbrust hier ausrüsten. Mhm. Nee, kann ich noch nicht. Warum nicht? Achso, ich muss es erst akzeptieren. 7 Aktionspunkte minus plus 1 Wohnung von Stufenunterschied. Das braucht 8 Aktionspunkte? Krass. Mhm. Lohnt sich das? Wahrscheinlich nicht. Naja, 8 ist ein bisschen heavy. Dann kriegst du die ab nächster Stufe. Na gut, dann kann's losgehen. Ja. Oh, eine neue Ader, falls wir nochmal irgendwie Zeugs brauchen. Du wolltest nicht mitnehmen? Nee, dann bin ich vom Gewicht sofort wieder voll. Ich bin dafür, bevor wir das machen, gehen wir in die Pause. Ja, dann Speichern, sehr gut. Alles klar, bis gleich. Bis gleich.